Die wichtigsten Kennzahlen für uns, das ist der operative Cashflow zum einen und zum anderen eben das EBITDA, also der operative Gewinn aus der Gewinn- und Verlustrechnung vor Abschreibung und vor der Amortisierung von immateriellen Vermögenswerten beziehungsweise Goodwill. Die beiden Kenngrößen, die sind sich buchhalterisch relativ nah. Der wesentliche Unterschied besteht eben darin, dass das EBITDA eben Zahlungsein- und Ausgänge glättet. Also der operative Cashflow, der kann beispielsweise stark dadurch beeinflusst werden, dass am 31.12. eine Zahlung ein- oder ausgeht, beziehungsweise das Ganze dann erst ein oder zwei Tage später erfolgt und dadurch erst in die nächste Periode fällt. Nichtsdestotrotz, beide Kenngrößen, die bereinigen die Amortisierung von immateriellen Vermögensgegenständen, sprich Goodwill. Das ist in unserer Bilanz eben ein größeres Thema. Wir haben also verschiedene kleinere Unternehmen in den letzten Jahren übernommen, haben die auch allesamt gut ausbauen und zum Wachsen bringen können. Das ist bei uns allerdings bilanziell so, dass hier die Abschreibung des Goodwill über einen Zeitraum von 10 Jahren erfolgt, was natürlich auf die Gewinn- und Verlustrechnung Bottomline einen erheblichen Einfluss hat, ja, wobei alle Zahlungen, alle Aufwendungen eigentlich in der Vergangenheit bereits erbracht wurden, also keine finanzielle Belastung dafür unser Unternehmen mehr besteht. Ja. Und insofern denken wir eben, das macht Sinn, da auf Kenngrößen zu setzen, die genau dieses Thema Abschreibungen an der Stelle bereinigen. IMEM hat eine sehr gesunde Kapitalstruktur, also wir sind so gut wie ausschließlich durch Eigenkapital finanziert. Das Einzige an Finanzverbindlichkeiten in unserer Bilanz, das liegt in kleineren Darlehen aus dem operativen Geschäftsverlauf heraus, die wir aufnehmen, um beispielsweise Fahrzeuge zu finanzieren. Das ist aber aus Sicht der Gesamtbilanz fast unwesentlich. Ja. Und insofern denken wir, dass wir an der Stelle auch sehr, sehr gut aufgestellt sind, wenn es darum geht, eben zukünftiges Wachstum zu finanzieren. Wir haben im Augenblick keine Finanzierung geplant. Wir haben ein interessantes Geschäftsfeld mit den sogenannten Build-on-Operate-Projekten. Das ist ein Geschäftsmodell, wo wir Anlagen bauen, die Anlagen an den Kunden verleasen und die auf Basis langfristiger Verträge dann eben für den Kunden auch betreiben, also eigenes Personal vor Ort beim Kunden haben, was die Anlagen eben wartet und am Laufen hält. Und das ist ein Thema, wofür wir je nach Opportunitäten eben eine Fremdfinanzierung erwägen. Da muss natürlich das Geschäft letztlich, die Financials, die müssen stimmen. Wir haben allerdings Möglichkeiten, eben über Darlehen letztlich dieses Geschäftsmodell auch so auszubauen, dass wir hier keine weiteren Eigenkapitalerhöhungen vornehmen müssen. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze, der liegt im Augenblick bei über 85%. Wir haben den Bereich, die wiederkehrenden Umsätze, das schließt eben unsere Serviceverträge ein, Build on Operate, sprich Leasingverträge, auch das stabile wiederkehrende Geschäft mit Spezialchemikalien. Wir haben den Bereich in den letzten 3, 4 Jahren von einem Umsatzanteil von etwa 40% auf über 85% im Kalenderjahr 2022 ausbauen können. Und wir denken, dass in der Zukunft, dass sich in dem Bereich um die 85% auch einpendeln wird. Das wird dann natürlich ein bisschen schwanken, was von möglichen Projektabschlüssen eben abhängt.
Für 2023 haben wir uns zwei Ziele vorgeschrieben. Und zwar einmal, dass wir eben das Umsatzwachstum, das Topline-Wachstum fortsetzen. Dort mit einem ganz starken Fokus eben auf diese wiederkehrenden Umsätze, auf Serviceverträge insbesondere, auch auf das Spezialchemie-Segment, weil das doch ein sehr, sehr hochmargiges Geschäft ist. Und zum Zweiten haben wir uns eben vorgenommen, im Sport, im Fußball würde man das vielleicht als kontrollierte Offensive bezeichnen, dass wir eigentlich auch wie im vergangenen Jahr doch einen starken Fokus auch auf die Profitabilität, also auf die Margen der Firma legen. Das ist natürlich auch in dem aktuellen Umfeld ganz wichtig. Das Börsenumfeld ist ja für kleinere Firmen wie unsere im Augenblick schwierig. Das allgemeine wirtschaftliche Umfeld ist sicherlich als unsicher zu bezeichnen. Und insofern ist es auch sehr vorsichtig und angemessen, da was die Kostenstruktur eben angeht, sehr, sehr vorsichtig zu sein und sehr, sehr kosten- und margenbewusst zu agieren.